Einen schönen guten Tag, liebe Leute. Wir begrüßen euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Ihr seht es im Hintergrund schon, es ist wieder Zeit für einen richtig geilen E-Auto-Check. Wir schauen uns heute den Opel Mokka E in der Ultimate-Version an. Ihr seht es hier in Matcha-Grün. Das ist der erste Opel, der direkt von Marktstart an auch mit der elektrischen Version kommt. Also Opel geht da auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wir schauen uns den Wagen außen an. Wir schauen uns den Wagen innen an. Was bietet der Innenraum? Massagesitze etc. Info-Entertainment. Wir schauen uns auch den Kofferraum an. Ihr seht die Koffer, die sind nicht ohne Grund da. Wir schauen uns den Frunk an, wenn es den gibt, Sternchen. Und natürlich, wie immer gilt, wenn euch das Video gefällt, gebt gerne ein Like. Und ein Abo würde uns auch sehr freuen, das tut den Kanal gut. Und ansonsten geht's jetzt nach dem Intro los. So, dann fangen wir mal an. Der Opel Mokka, wie er hier jetzt steht, ist die zweite Modellserie. Das bedeutet, es gab davor schon mal eine Version, blöd gesagt. Ich blende euch mal ein Bild ein. Alleine deswegen muss ich schon sagen, dass Opel den richtigen Schritt geht. Seht ihr die beiden Vergleiche, den alten und diesen neuen hier mit dieser bulligen Front, bisschen amerikanisch fast, muss ich so sagen. Das finde ich wirklich toll. Und der zweite Grund, warum ich Opel jetzt erstmal schon direkt beim Anblick der Front einen Daumen nach oben gebe, ist: In 2019 hat Opel einen Prototypen präsentiert. Und ihr wisst es, in der Automobilindustrie ist es manchmal üblich, dass der Prototyp nicht zwingend immer auch dann wirklich so auf der Straße erscheint. Aber ich blende euch jetzt den Prototypen ein. Schaut euch das mal an. Das hat doch sehr schwer auch die Applikation von dem Prototypen hier dran, oder? Jetzt mal ernste Meinung. Also da schon mal einen dicken Daumen nach oben, Opel. Und was ich wirklich richtig cool finde, dass Opel euch diesmal unheimlich viel Freiheiten lässt, wenn es um das Design von dem Auto geht. Denn ihr könnt das Dach, die Farbe vom Dach selber bestimmen. Ihr habt da vier Farben, glaube ich, zur Auswahl. Ihr könnt die Wagenfarbe selber bestimmen. Da muss ich kurz gucken, habt ihr insgesamt 6 Farben zur Auswahl. Ihr könnt sogar bestimmen, ob ihr Chrom haben wollt oder nicht. Gerade viele junge Leute, die sagen, okay, Chrom, bisschen Rentnertum. Blöd gesagt, manchen gefällt es, manchen nicht. Das ist jetzt die Geschmackssache. Aber es gibt von Opel ein Black Pack. Und dann könnt ihr sozusagen die ganzen Chrom-Applikationen, die ihr hier seht, das Emblem, die Leiste hier oben, das hier wird dann alles schön in Schwarz. Da habt ihr förmlich, könnt ihr euch sogar selber eine Black Series zusammenstellen. Also das ist wirklich cool, was Opel euch da an die Hand gibt. Eine andere coole Sache, die Opel hier umgesetzt hat, ist das Matrixlicht. Diese Scheinwerfer, diese Matrix, das bedeutet, ihr könnt dann auf der Autobahn oder auf der Landstraße fahren, macht Fernlicht an und das Fahrzeug blendet automatisch entgegenkommende Fahrzeuge oder Menschen oder Gegenstände aus. Wirklich innovative Sache, muss ich echt so sagen. Und das bei Opel, das kriegt nicht mal Tesla hin. Stefan, du fährst selber auch einen Tesla, muss ich jetzt mal hinter die Kamera sprechen, war? Wir haben das nicht, oder? Das ist Wahnsinn, was Opel da umsetzt. Bei der Ultimate-Modellreihe ist das Serie. Bei den anderen drei Modellreihen komme ich später noch zu, müsst ihr das optional dazu kaufen. Außerdem finde ich sehr gut, dass diese Assistenzsysteme, ihr seht einmal unten den Radar und einmal hier die Piepser, blöd gesagt, dass die schön hier in diese Kunststoffeinlassung in den Grill mit eingebaut wurden. Das heißt, ihr habt da nicht solche Punkte im Lack. Das sieht immer ein bisschen komisch aus. Schauen wir uns jetzt mal die Seitenlinie an. Das ist doch absolut Wahnsinn, was designtechnisch hier vor uns steht. Ich gehe mal ein bisschen zurück vom Fahrzeug. So, schauen wir uns jetzt mal die Seitenlinie an. Ich gehe mal ein bisschen vom Fahrzeug zurück. Ihr seht hier wirklich die Front, wie die amerikanisch einfach, ich kann es nicht anders beurteilen, amerikanisch ist, wie ihr eine gerade Motorhaube habt, die wir uns daran nochmal von innen anschauen. Es ist wirklich, als ob du in einem amerikanischen Truck sitzt und nach vorne rausschaust und du siehst die ellenlange Motorhaube. Ist wirklich ein tolles Gefühl. Dann sehen wir hier die Seitenpartie, gerades Heck und dann geht es hier unten abgeflacht nach hinten raus. Ihr seht außerdem hier die Felgen. Das hier sind 18 Zoller. Ihr könnt beim Opel Mokka von 16 Zoll bis 18 Zoll gehen, laut Hersteller. Und habt hier natürlich schöne schwarze Applikationen in Verbindung wieder mit so, ja, wie sage ich das, gebürstetes Material, was sich dann wieder hier an der Dachlinie widerspiegelt. Und ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, nicht jedem gefällt dieses Chrom,
Allerdings könnt ihr in diesem Black Pack sozusagen auch hier eine schwarze Dachlinie euch dazu buchen. Oder ihr nehmt gleich die GS-Line, da komme ich jetzt nicht mal zu den Modellen. Die GS-Line hat hier eine rote Linie. Also es ist wirklich farblich unheimlich attraktive Leute, die ein bisschen spielen wollen mit den Farben. Da könnt ihr euch am Konfigurator auf jeden Fall austoben. So wie der Wagen jetzt hier steht, in Matcha-Grün mit 18 Zollern in Kombi jetzt mit Matrixlicht, bezahlt ihr 41.000 Euro. Es gibt natürlich auch andere Modelle, günstigere Modelle, und zwar nämlich den Mokka E Edition. Der ist bei 34.000 Euro. Da habt ihr dann, wie ich es gerade angesprochen habe, die 16 Zoll Felgen, habt kein Matrixlicht, sondern LED, aber trotzdem Keyless Go und sowas. Das heißt, ihr könnt einfach entspannt hierher gehen und auf und zu machen, ohne dass ihr mit dem Schlüssel irgendwo was rumfuchteln müsst. Die nächst höherwertige Modellversion ist dann der Mokka E Eleganz. Das bedeutet, ihr habt dann hier 17 Zoll, 7 Zoll Fahrraddisplay und 7 Zoll Info-Entertainment-Display. Allerdings kein Matrix, das bleibt dann bei LED. Und die letzte Modellreihe ist dann die GS-Line. Da spricht Opel im Prinzip ein bisschen das Klientel an, was so ein bisschen sportlich mag einfach. So ein bisschen diese alten Manta GSI-Momente rüberbringen. Ihr habt hier rote Dachreling statt Chrom. Ihr habt zum Beispiel dann auch die 18 Zoll Felgen und natürlich getönte Scheiben. Aber lasst euch jetzt nicht verunsichern, das sind extrem hohe Preise, die ich euch jetzt genannt habe für, ich sag mal, so einen kleinen SUV. Aber ihr müsst nochmal die BAFA-Prämie abziehen und die Herstellerprämie. Das heißt, ihr könnt nochmal locker 9.000 Euro runternehmen vom Preis und dann wird das Ganze wirklich interessant. So, jetzt fehlt uns sozusagen im Außencheck noch das Heckteil. Ihr seht hier auch wieder schöne LED-Applikationen. Ihr habt hier wieder diesen Mokka-Schriftzug mit kleinen E-Emblem immer, was für Mokka E steht, das habt ihr ziemlich verteilt am ganzen Fahrzeug. Auspuff, brauchen wir nicht drüber reden, gibt's hier überhaupt nicht. Wir haben hier die Rückfahrkamera und ich würde sagen, wir schauen uns doch direkt auch mal den Kofferraum an. Der Kofferraum bei Mokka E ist, habe ich mit Stefan auch lange drüber geredet, eine kleine Fehlplanung. Warum? Ganz einfach. Ihr seht jetzt hier hinten das Heck war und ihr seht diese kleine Mulde hier. Jeder Mensch würde jetzt denken, okay, ich greife jetzt hier rein, um den Kofferraum aufzumachen. Das ist aber leider nicht so. Denn der Kofferraumöffner sozusagen befindet sich hier über den Kennzeichen. Ich drücke den jetzt mal. Dann springt der Kofferraum auf und diese Mulde ist nur, um die Kofferraumklappe im Prinzip hochzumachen. Das muss man erstmal verstehen, blöd gesagt. Ich habe am Anfang gedacht, dass ich hier rein muss. Und das nächste Blöde, was ist, das zeige ich euch vielleicht jetzt mal ein bisschen näher kurz. Ich mache den Kofferraum nochmal zu und greife jetzt mal hier rein. Du denkst jetzt, du machst da den Kofferraum auf und ich habe jetzt einen Ring, ihr seht es hier, und würde schön das schöne Metall, den schönen Lack hier, schön zerkratzen. Das ist richtig blöd, das heißt, ich zeige es euch jetzt nochmal. Aufmachen. Und dann greift ihr hier in die Mulde, die Kofferraumklappe springt und dann können wir reingucken. Ihr seht jetzt hier den Kofferraum, der hat 310 Liter in der Elektroversion. Beim Verbrenner sind es glaube ich 350 Liter. Hier, warum weniger? Ganz einfach wegen der Batterie. Die verbraucht da ein bisschen mehr Platz. Aber ansonsten haben wir einen schönen Kofferraum, wundert euch nicht. Ein paar Hundehaare hier, das soll uns aber nicht stören. Der nächste Fail, was sich Opel so ein bisschen geleistet hat, ist im Prinzip hier, ihr seht's, die Aufnahme für den doppelten Boden. Hier ist serienmäßig in der Ultimate-Version, wirklich in der, ich sag mal, preislich höchsten Ausstattungsvariante, kein doppelter Boden dabei. Den musst du noch, was war's für 390 Euro, extra buchen. Was ist das denn, Opel? Das muss doch nicht sein. Das heißt, der doppelte Boden fehlt hier, den müsst ihr extra kaufen. Ansonsten, ihr seht, ich habe die Koffer jetzt hier dabei. Wir werfen die jetzt mal ins Auto und schauen mal, ob wirklich alle reinpassen. Ich nehme den größten einfach mal. Größter Reisekoffer. Ihr wollt jetzt zu eurer Schwiegermutter fahren oder Schwiegervater oder wie auch immer. Erster Koffer ist drinne. Stefan reicht mir den nächsten. Den lege ich mir einfach mal oben drauf. Das sieht auch noch gut aus. Und jetzt noch hier der kleine Bordtrolli oder wie man es auch immer nennt. Den machen wir jetzt hier, blöd gesagt, an die Seite rein. Und das klappt noch und wir haben noch ein schönes Täschchen hier mit den ganzen Ladezubehör, da kommen wir gleich noch drauf. Stefan, den kriegen wir auch noch schön verpackt, oder? Perfekt, sieht doch schon mal gut aus. Kofferraum zu, mal schauen, ob das klappt. Boom, er ist zu. Ungelogen, Leute, ich filme von der Seite, alles tippitoppi. Das sind 310 Liter Fassungsvermögen, denn ganz ehrlich, Leute, es bringt euch nicht, wenn ich euch sage, wie viele Liter da reinpassen und ihr könnt euch nichts visuell drunter vorstellen. Deswegen machen wir immer den Kofferraumcheck. Und so sieht das Ganze dann hier aus. Viele Elektroautos haben ja vorne noch einen sogenannten Frunk. Das heißt, Stefan, war die ein zusätzlicher Kofferraum. Da öffnet man den. Wir machen den jetzt mal auf und schauen, ob wir im Prinzip einen zweiten kleinen Stauraum haben am Mokka E. Die Motorhaube auf und wir sehen
dass wir keinen Frunk sehen. Schade. Hier seht ihr die ganze Elektrik von dem Ladersystem. Das ist hier oben. Und hier drunter müsste der Elektromotor sein. Wir haben ja einen Frontantrieb. Das bedeutet, hier ist nichts mit zusätzlichem Stauraum, was ein bisschen schade ist. Aber viele, ich sag mal, kleinere Fahrzeuge haben das ja so, dass vorne die Elektrik ist. Beim ID3 zum Beispiel kennt das ja auch. Kommen wir mal zu den technischen Daten von dem Mokka E. Ihr habt im Prinzip über die komplette Ausstattungslinie nur einen Synchronmotor zur Verfügung, der 100 kW liefert oder in Klammern 136 PS. Ihr habt auch eine Batterie, die ist auch einheitlich für alle Ausstattungslinien mit 50 kWh. Die befindet sich hier im Unterboden drinne. Dadurch habt ihr einen extrem niedrigen Schwerpunkt. Der Wagen bringt natürlich mit seinen 136 PS schon ein gewaltiges Drehmoment mit sich, nämlich 260 Newtonmeter. Das zeigen wir euch nachher noch. Das könnt ihr je Modi einstellen. Ihr habt drei Modi zur Verfügung. Kommen wir später noch zu. Höchstgeschwindigkeit beträgt 150 Stundenkilometer. Das ist, ich sag mal, ist jetzt nicht die Welt, aber für den urbanen Zweck, wa? Wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, wenn ihr zwischen Dörfern hin und her pendelt, ist das perfekt. Ich sag mal im Ernst, ihr fahrt ja nicht innerhalb der Dörfer 200 oder sowas, das macht ja keiner. Von daher passt das dicke und habt auch einen Spurt von 0 auf 100 laut Werkangabe mit 8,5 Sekunden. Stefan und ich werden das nachher nochmal testen mit Tracky. Das habe ich mit als Tool und dann können wir euch die realen Werte nochmal übermitteln. Ein ganz wichtiges Thema bei Elektroautos, was viel auch in der Community immer kommt, ist das Thema Reichweite. Wie sieht es denn hier bei Mokka E aus? Wir haben laut WLTP-Zyklus eine Reichweite von 322 Kilometer. Aber, das sage ich auch in jedem Video immer wieder, das ist nicht eure reelle Reichweite. Das heißt, ihr könnt im Prinzip nochmal 20% abziehen. Das heißt, ihr rechnet einfach den WLTP-Wert mal 0,8 und dann habt ihr die reale Reichweite, die wirklich zu dem Fahrzeug passt und auch gut hinkommt. In dem Fall wären das nämlich 260 Kilometer. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, wir haben bei so einem Elektroauto, das sagt euch natürlich kein Verkäufer, wa? Wir haben bei so einem Elektroauto auch eine Degradation. Das heißt, je länger, je mehr Kilometer ihr mit dem Akku fährt, umso ein paar Prozentpunkte wird die Batterie an ihrer Speicherkapazität verlieren. Das ist einfach so. Die Zellchemie spielt da auch eine wichtige Rolle mit. Und außerdem müsst ihr auch eins bedenken, ihr fahrt den Wagen ja nicht nur immer im Sommer bei 20 Grad, sondern wir haben auch in Deutschland mal kalte Temperaturen, muss man ehrlicherweise so sagen. Und dann geht es auch mal minus zweistellig runter. Und da kann der Akku einfach von seiner Struktur her nicht die komplette Kapazität aufnehmen. Das heißt, ihr habt da auch ein paar Verluste drin. Das muss man alles ein bisschen bedenken. Und von daher will ich das ehrlicherweise hier im Video auch sagen. So, wenn ich jetzt gerade über Reichweite gesprochen habe, will ich euch natürlich auch die Ladegeschwindigkeit bzw. den Ladeport erstmal zeigen. Was ein bisschen auffällt hier, ihr habt eine Monster-Ladeklappe. Also ihr seht es hier auch, ich weiß nicht, warum Opel das macht. Im Prinzip drückt ihr jetzt hier auf die rechte Seite und dann springt sie schon ein bisschen auf und könnt dann hier euren Ladestecker im Prinzip reinstecken. Ihr seht hier einmal Typ 2 und hier drunter mit einer kleinen schönen Klappe, ist cool gemacht, CCS. Außerdem habt ihr hier noch ein paar kleine Features und zwar nämlich einmal den linken Button. Das ist im Prinzip, wenn ihr eine Zeitschaltung habt für die Ladung. Und der rechte ist im Prinzip das Entriegeln des Ladeports. Das ist ganz cool gemacht, da müsst ihr nicht immer ins Auto krabbeln und so. Da könnt ihr hier einfach wirklich gucken. Was sind die Ladegeschwindigkeiten? Typ 2, das hier oben im Prinzip, ist immer das langsame Laden beim Elektroauto. Hier hat Opel serienmäßig einen 11 kW Lader eingebaut. Aber Achtung, in der Version Edition, glaube ich, hat der nur 7,4 kW an Stärke. Was ihr optional allerdings erweitern könnt auf 11 kW. Ich weiß nicht, warum Opel das macht, dass es nicht direkt serienmäßig in alle Ausstattungsvarianten 11 kW reinbauen. Da müsst ihr Opel selber fragen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und in der CCS-Version, das heißt wirklich in Kombi der beiden Elemente hier, könnt ihr schön mit 100 kW laden. Allerdings muss ich dazu sagen, Stefan hat den Wagen jetzt schon einige Zeit und er hat bisher noch nicht die 100 kW gesehen. Bisher waren es maximal über 80, so 83 oder was war. Ich weiß nicht, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht hat einer von euch schon ein Mokka E und hat da bessere Werte. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Positiv zu erwähnen ist, ihr habt hier eine schöne große Heckklappe, die auch genutzt wird für Beschriftungen. Ihr seht es hier. Das heißt, diese LEDs, die hier im weißen Rand haben, werden hier nochmal schön erklärt, was die bedeuten. Das heißt, wenn ihr mal wirklich eine rote LED zum Beispiel habt, der Lader kommt nicht irgendwie in die Potte oder was weiß ich, dann wird euch das direkt hier angezeigt. Das ist ein wirklich tolles Feature und finde ich gut, dass Opel das so umgesetzt hat.
Was wir euch noch nicht erzählt haben, und zwar Opel bietet euch im Prinzip so eine kleine Tasche hier an. Und wenn wir die aufmachen, die ist magnetisch, ganz cool gelöst. Ihr seht's hier. Ihr könnt den Mokka E natürlich auch entspannt zu Hause laden. Dauert dann natürlich ein bisschen länger als wie an Schnelllader. Aber das ist schön verpackt in der Tasche, wollten wir euch noch erwähnen. So Leute, dann lasst uns jetzt mal von außen nach innen gehen, nämlich in den Innenraum. Ich fange mal einfach mit der Fahrertür an. Wir haben ja einmal das Alcantara-Imitat im Prinzip. Sieht wirklich sehr wertig aus. Ich fühle mal ein bisschen ran. Ihr seht hier auch sogenannte Carbon-Elemente. Müsst auch dazu wissen, das ist kein echtes Carbon. Das seht ihr auch. Also Leute, die sich ein bisschen mit Tuning zum Beispiel beschäftigen, sehen, dass das kein echtes Carbon ist. Aber nichtsdestotrotz ist cool, dass es drin ist. Was ein bisschen wirklich schade ist, hier oben die Linie. Das ist nämlich, ihr hört's, hart Plastik. Und das ist ein bisschen blöd, wenn ihr mit dem Ärmchen hier mal drauf kommt, so ein bisschen entspannt fahren wollt. Das ist echt unangenehm für den Arm. Ansonsten haben wir hier auch hart Plastik. Ihr seht's hier. Hier sind die ganzen Einstellmodi für Fenster auf, zu und so weiter. Das ist nichts Neues. Lautsprecher ist hier verbaut und hier sehen wir jetzt den Innenraum des Fahrzeugs. Im Prinzip der Fahrersitz hat wieder wirklich schöne Alcantara-Applikation hier drin, in Kombi mit Leder. Und so sieht das Ganze doch ganz wertig aus, muss man echt so sagen. Was sagt ihr, Leute? Dann sehen wir hier auch das Lederlenkrad mit den ganzen einzelnen Funktionen hier. Also sprich, ihr könnt hier den Tempomat einstellen. Ihr habt hier nochmal die ganzen Funktionen zum Tempomat. Memory-Funktion, auch nicht schlecht. Und habt hier nochmal erweiterte Hilfsmittel, wenn es darum geht, einen Anruf zu tätigen und so weiter. Lautstärkeregelung, alles dabei. Was auch auffällt, was ich gerade sehe, ihr habt hier unten schöne Metallpedale, was nochmal ein bisschen sportlichen Eindruck bringen soll. Ihr habt hier drüben die ganzen Lichtfunktionen. Das bedeutet auf Auto natürlich und so weiter. Könnt ihr alles einstellen schön und einen richtig monstermäßigen Fahrraddisplay. Was sagt ihr, Leute? Ein dicker Watz ist das mit 12 Zoll und hier drüben haben wir noch ein Info-Entertainment-System mit 10 Zoll. So sieht das Ganze aus der Fahrerperspektive aus. Nicht schlecht, oder? Was sagt ihr? Und jetzt zeige ich euch nämlich mal die Motorhaube. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist amerikanischer Lifestyle. Das kann ich nicht anders sagen. Ihr blickt direkt auf die Motorhaube und fühlt euch wie in den Staaten. Was mir auch sehr gefällt, ist, dass diese komplette Konsole im Prinzip zum Fahrer gewandt ist. Also ihr habt hier ein paar Grad Geneigung zu mir. Das heißt, der Fahrer ist hier wirklich König, muss man echt so sagen. Info-Entertainment-System, habe ich schon gesagt, das gibt es bei den anderen Versionen, die nicht Ultimate sind, bei den anderen dreien, ist das 9 Zoll groß jeweils. Also ein bisschen kleiner, aber auch nicht so schlimm, muss man ehrlich sagen. Hier habt ihr noch mal ein paar Knöpfe. Fühlt sich alles wirklich sehr wertig an. Was schade ist, Klavierlack. Wir haben hier auch Klavierlack. Ich weiß nicht, warum die Hersteller das immer machen. Das zerkratzt so schnell und saugt die Fettflecken von den Händen übel schnell auf. Also ja, hier haben wir noch mal eine schöne Applikation zur Lüftung. Und natürlich die Klimasteuerung, wertige Knöpfe, kann man echt nicht meckern, sieht sehr gut aus. Hier unten, wir gehen mal ins unterste Fach, haben wir nochmal ein induktives Ladepad. Ich lege mal mein Handy einfach rein und es sollte eigentlich direkt laden. Ihr seht schon, direkt der Ladevorgang gestartet. Und ein kleines Batterie-Icon, was sehr cool ist. Ich liebe ja solche kleinen minimalistischen Feature. Wir haben außerdem hier einen 12-Volt-Ladeport und einen USB-A-Stecker. Für alle Apple-Fans, ihr wisst, dass euer Ladekabel meistens jetzt schon USB-C ist. Ist ein bisschen blöd. Manche Hersteller gehen da jetzt schon mit USB-C und manche sagen halt noch, sie bleiben auf USB-A. Ist halt immer sehr individuell gestaltet, war. Aber positiv zu erwähnen ist, dass ihr in dem Info-Entertainment-System auch ein Apple CarPlay und Android Autosystem habt. Dann gehen wir jetzt mal weiter in der Mittelkonsole. Wir haben hier nochmal eine Tastenreihe, Spurwarnersystem und hier nochmal die P-Park-Sensoren fürs Parken, Einparken. So, das nächste Element ist im Prinzip der Wahlhebel für den Gang sozusagen. Das heißt RND und B, das ist der erweiterte Bremsmodus, Rekuperationsmodus. Das heißt, ihr arbeitet nur mit diesen Teilen für diese Konsole. Das ist ein bisschen komisch gelöst. Was heißt das? R, D und einmal hoch ist N. Und wenn ihr jetzt ein P wollt, geht es nicht, wenn ihr ganz hoch geht, sondern ihr müsst im Prinzip das als separate Taste drücken. Das ist sehr, sehr komisch gelöst. Das heißt, separate Taste, Steuersystem über den Wahlhebel und wieder separate Taste. Ich weiß nicht, was ich oben dabei gedacht habe. Und hier drüben, diese Schaltfläche, könnt ihr einstellen. Ihr seht ja auch die Drive Modes, also die Modi, die das Fahrzeug mit sich bringt. Ich schwenke mal hier rüber. Wir gehen mal in den Eco Mode. Das heißt, ich drücke jetzt hier runter. Ich drücke runter und dann springt er in Echo. Ich gehe eins hoch, dann geht er in Normal und noch eins hoch geht er in Sport. Wie unterscheiden sich die? Ganz einfach kann ich euch schon sagen. Mit Sport habt ihr die 260 Newtonmeter, in Normal
220 Newtonmeter und ein Eco, wenn ihr wirklich nur entspannt mal durch die Stadt pendelt, habt ihr 180 Newtonmeter, braucht ihr nicht volles Drehmoment in den Wagen. Das hat Opel sehr gut gelöst. Bevor es in dem Video weitergeht, eine kurze Frage. Kennst du bereits unseren E-Viewer Shop für begeisterte Elektroautofahrer? Von T-Shirts über Hoodies bis Kaffeetassen wirst du dort fündig. Mit dem Code E-Fieber bekommst du 10% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Schau gerne vorbei, wir freuen uns. Und nun zurück zum Video. Stefan hat mir gerade einen kleinen Tipp gegeben, und zwar diese Konfiguration hier. Zum Beispiel, ich sag mal, ihr seid jetzt auf Eco und habt jetzt einen B-Modus drin. Diese Einstellung resettet sich bei jedem Fahrzeugneustart. Das heißt, ihr müsst dann immer alles wieder neu konfigurieren. Der speichert die Einstellung nicht. Ihr seht hier schon auf der Kamera, wie das spiegelt. Das ist echt unnormal mit diesem Klavierlack. Ich bin wirklich, wie gesagt, kein Freund davon. Hier haben wir noch die Parkbremse, ganz normale Taste, nichts Wildes. Parkbremse rein, Parkbremse raus. Hier haben wir noch ein schönes Ablagefach. Hier könnt ihr den Schlüssel reinlegen. Ist ja Keyless Go. Noch ein bisschen Kleingeld reinpacken oder Getränke, wie ihr das möchtet. Und hier noch eine kleine Mittelkonsole. Ich schwenke mal rein. Die ist recht tief. Guckt mal, meine Hand passt ziemlich gut rein. Könnt ihr nochmal irgendwie, ja, was weiß ich, reinpacken. Irgendwie Snacks oder was weiß ich für die Fahrt. Ansonsten haben wir hier drüben nochmal ein Handschuhfach. Riesiges Ding. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Absolut Wahnsinn, da könnt ihr Menschen verstecken drin. Das ist ja Wahnsinn. Dann haben wir hier wieder so ein bisschen Carbon-Applikation. War. Hier oben ist Soft-Touch, also nichts Hartplastik. Wir haben hier dann die Displays mit einer kleinen Sonnenblende. Ihr seht es hier. Sehr gut gelöst, nicht dass sich das irgendwie spiegelt. Und die beiden Monitore habe ich euch ja schon erklärt. Was sehen wir denn hier? Wir haben einmal die Charge- und Power-Anzeige. Das bedeutet, wie euer Gaspedal bzw. Strompedal betätigt wird. Ihr habt hier euer Auto abgebildet und die Fahrbahn. Schade, dass der nicht in grün ist. Hätte ich cool gefunden, so als kleines Individualisierungsfeature, wenn der auch in Wagenfarbe gewesen wäre. Hier oben eure Geschwindigkeitsanzeige und hier drüben seht ihr dann noch mal so ein paar Parameter von eurer Strecke. Auf der ganz rechten Seite sehen wir dann im Prinzip das Batterielevel. Wir haben jetzt hier 68%. Er zeigt jetzt hier 168 Kilometer an und hier drunter natürlich noch mal die ganzen Verkehrszeichen, irgendwelche Warnhinweise und so weiter. Ihr seht auch, der Wagen ist blutjung mit 500 Kilometern. Okay, dann lasst uns jetzt mal über das Info Entertainment sprechen. Wir sehen hier auf diesem Knopf sozusagen die ganzen Connect-Apps, das heißt Apple Car Play und Android Auto. Wir haben hier drüben Audio, das heißt, ihr könnt ganz normal Radio zum Beispiel hören, habt Favoritenliste, Mädchen und so weiter. Und ganz wichtig für viele wird auch das Navi sein. Springt sehr schnell mal rüber, fällt mir gerade auf. Wir scrollen jetzt mal raus. Du bist ganz draußen, glaube ich. Ach, ich bin ganz draußen. Oh, Stefan, du hast recht, ich bin ganz draußen, ich scroll mal wieder rein. Ja, ist jetzt nicht, ich sag mal, weltbewegend, überragend, aber ist schon ganz in Ordnung. Wir können jetzt mal die Spracherkennung nutzen. Und zwar seht ihr hier den Knopf. Wir machen jetzt mal eine Route nach Hamburg, okay? Gedrückt. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Fahre mich nach Hamburg. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt nichts. Systemabsturz, oder Stefan? Okay, er hat was erkannt, aber ist nicht Hamburg, oder? Das sieht nach Marburg aus. Gut, ich meine Spracherkennung. Da wollen wir uns nichts vormachen, die muss noch sich verbessern. Das habt ihr auch in anderen YouTube-Videos gesehen. So, wir haben jetzt entschieden, wir geben es einfach mal per Hand ein. Mal gucken, was er da macht. Hamburg, er sucht jetzt fleißig. 311 Kilometer entfernt von uns hier im Herzen Hessens. Gut, jetzt erhalten wir hier noch ein kleines Hinweissymbol. Drück mal OK und er berechnet, ihr seht jetzt hier oben die Route. Mal gucken, wo er uns langführt. So, wir haben jetzt hier die Route, wir scrollen mal ein bisschen raus und das wird uns jetzt angezeigt. Wir sehen jetzt auf den ersten Moment nicht, wo unsere Ladepunkte sind, weil wir werden mit Sicherheit zwischenladen müssen. Wir schauen mal, was das hier ist. Ah, das ist nochmal die Karte. Okay, Vollbild. Wir gehen nochmal zurück. Schade. Also jetzt als User erkenne ich nicht direkt, wo ich laden soll. Bisschen schwierig, oder? Was hast du, Stefan? Ja, ist Optimierungsbedarf. Stefan wird uns jetzt mal zeigen, wo man im Prinzip ein paar Daten zum Fahrzeug findet. Und zwar nicht bei den Fahrzeug-Apps. Da seht ihr jetzt hier den Energieanzeige. Da müssen wir jetzt nochmal extra draufklicken. Ich weiß nicht, warum Opel das macht. Und dann klickt man ganz in erste Registerkarte. Da seht ihr im Prinzip euer Modi, den ihr gerade habt. Und das Auto nochmal mit Batterie und dem Frontantrieb, wie der belastet ist. Hier haben wir noch eine schöne Statistik, wie viel Kilowattstunden, also wie hoch euer Verbrauch im Prinzip ist. Und wir haben hier drüben nochmal eure Ladung. Das heißt, ihr könnt hier auch richtig programmieren, wann euer Fahrzeug im Prinzip laden soll. Zeitversetztes Laden
oder auch nicht. Ah, hier kann man es einstellen. Seht ihr? Da könnt ihr die Uhrzeit einstellen und so. Also nicht ganz intuitiv gemacht, muss man sagen. Aber ich denke mal, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit lässt sich damit auch arbeiten. Wenn wir hier mal zum Dachhimmel gucken, also als allererstes habe ich gerade zu Stefan auch gesagt, ich finde es cool, dass der wirklich dunkel ist, denn das passt einfach zum Fahrzeug, sieht sportlich aus, so muss das sein. Ihr seht hier nochmal die Sitzbelegung alles, ihr habt hier nochmal Schalter, wenn ihr was lesen wollt oder sowas beim Laden, habt ihr nochmal schöne Schalter, alles natürlich ein LED, SOS-Knopf und hier nochmal ein Call-Knopf an die Opel-Zentrale, alles hier vereint. So, nächster Punkt ist, wie sitzt ihr da drin? Stefan mit seinen 1,80 Meter sitzt jetzt entspannt drin, schön, ohne irgendwie sich zu verrenken. Und ich werde mich jetzt hinter ihm setzen mit meinen fast 1,90 Meter, also 1,88 habe ich, um genau zu sein. Ich gehe mal hier rein, es ist schon leicht eng, aber es ist machbar. Ich schwenke die Kamera mal rüber und ihr seht hier, ja, also ich kann jetzt nicht im Prinzip meine Beine hinter deinen Sitz machen. Das geht nicht. Da müsstest du ein Stück vorrutschen. Aber ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Aber ihr habt hier so ein paar Ausstülpungen, sehe ich mal. Das hoffe ich, kommt gut rüber auf der Kamera. Da könnt ihr eure Beine reinmachen. Aber ich habe so hohe Beine, dass ich über die Ausstülpung rauskomme. Im Prinzip, ihr seht es ja auch, ich filme nochmal so. Es ist sehr knackig. Es ist sehr knackig. Das heißt, ich sage mal, zwei große Menschen dürfen hier nicht als Fahrer und als Hintermann sitzen. Ist einfach so. Und wenn ich hier gleich nochmal hin sitze, ihr seht hier nochmal zwei USB-A-Ports. Das heißt, irgendwelche Mitfahrer zum Beispiel, wenn die das Handy mal laden wollen, so können entspannt auch hinten schön ihr Zeug machen. Außerdem ist das Fahrzeug ja auch für eine kleine Familie, denke ich, recht gut gedacht. Und ihr habt hier natürlich auch so kleine Reißverschlüsse. Wenn ich sie aufkriege, ich kriege sie nicht auf, bisschen schwer, ah, okay, und hier sind eure Isofix-Sicherungen drin. Das heißt, den Kinderwagen könnt ihr hier, oder beziehungsweise den Kindersitz, könnt ihr entspannt auch reinklemmen. Ich habe mich jetzt auch nochmal vorne hingesetzt, um zu sehen, wie das Platzbedarf hier ist, aber ich habe hier entspannten Platz. Ohne Mist, die Kante hier von der Fahrertür ist recht hoch, muss man sagen. Ist schade hier mit dem Hartplastik, aber ansonsten lässt sich doch gut fahren. Wie sieht es hier vorne aus mit meinen Beinen? Hier haben wir Platz ohne Ende und hier an der Seite, ihr seht es hier, kommt ein bisschen mehr diese Seitenteile von der Tür entgegen. Aber ich denke, lässt sich trotzdem sehr schön handeln. Mamma mia, ich sitze hier in einem Opel Mokka E. Ihr fällt mir richtig, Leute. Wenn euch das bisher sehr gut gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal zu einem Parkplatz fahren. Dann werden wir die Rückfahrkamera mal testen. So, wir haben jetzt hier einen Opel Corsa E. Wir gehen jetzt in den Rückfahrmodus und ihr seht hier, die Rückfahrkamera ist jetzt nicht, ich sag mal, überwältigend, muss man echt sagen. Wir sehen hier auf der anderen Seite so eine Art, nicht 360 Grad, aber er speichert im Prinzip die Daten, die er beim Rückfahren aufnimmt. So, also weltbewegend ist nicht, ihr seht, wie verzerrt das hier ist. Das geht besser, das geht auf jeden Fall besser. Wir haben hier, ich weiß, noch so ein paar Standardeinstellungen, das heißt, ihr könnt jetzt Ansichten ändern. Leute, was ist das denn, Stefan? Mama mia, okay. Standardansicht, Zoom-Ansicht, was ist das? Okay, Zoom-Ansicht, auch nicht schlecht. Da sieht man vielleicht das noch ein bisschen anders da. Und was haben wir hier noch? Betriebsrat Auto. Ah, das sieht doch vernünftig aus einigermaßen. Aber ihr seht schon, kameratechnisch auf jeden Fall lässt sich auch noch einiges verbessern. Und wenn wir jetzt hier gerade schon neben einem Opel Corsa E stehen, wollen wir euch doch gleich nochmal die Größenverhältnisse zeigen. Im Prinzip, die Basis ist identisch bei beiden Fahrzeugen. Das heißt, wir haben hier einen Kleinwagen. Von der Größe zeige ich es euch nochmal. Und der Opel Mokka E ist so ein kleiner SUV im Prinzip. Also das nimmt sich ja beides nicht viel. Opel Mokka E sieht ein bisschen länger aus, ihr seht es hier. Aber so wirkt das Ganze doch. Nichtsdestotrotz, ich finde es sehr gut, dass Opel da den elektrischen Weg geht. So, wenn man jetzt hier frontal nochmal steht, was ist euer Favorit? Der Opel Corsa E oder der Opel Mokka E? Von der Front würde ich sagen, auf jeden Fall der Mokka E, meiner Meinung nach. Stefan, was sagst du? Mokka E. Mokka E, denke ich doch. Und hier drüben den Opel Corsa E, was sagt ihr? Stefan hat mir gerade noch den Hinweis gegeben, dass es auch für das Fahrzeug eine App gibt. Das heißt die MyOpel App. Und im Prinzip könnt ihr dann darüber auch sehen, wie ist euer Ladestand. Ihr könnt auch sehen,
ob ihr jetzt ladet oder ob ihr nicht ladet. Ihr könnt das auch zeitlich terminieren. Und das Ganze wird dann im Prinzip, Stefan hat es gerade schön gesagt, hier abgebildet werden bei der Opel Connect App. Und wir haben jetzt das noch gar nicht aktiviert, deswegen können wir es euch leider nicht zeigen. Aber ihr könnt ja mal in den Apple oder Play Store gucken. Dann seht ihr auf jeden Fall auch die App. Und dann könnt ihr die euch einfach mal runterladen, mit eurem Konto verbinden. Also ist alles sehr funktional. Gerne würden wir euch auch zeigen, wie der Mokka E lädt mit seinem 100 kW DC Lader. Das Problem ist, wir wohnen hier in Hessen. Ich zeige es euch auf der Karte, wirklich in einem Ladestationsloch. Wir haben hier nichts wirklich in der Nähe, wo wir mal euch das zeigen können. Deswegen, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Dann würden wir uns den Wagen nochmal einen Tag zur Brust nehmen und nochmal richtig das auch testen und die Fahreindrücke machen. Wir können euch auf jeden Fall schon mal zeigen, wie der Wagen über die 500 Kilometer performt hat. Ihr seht es hier, wir haben hier eine durchschnittliche Verbrauchsanzeige von 20,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer auf 500 Kilometer. Das bedeutet, mit der Werksangabe kommt das noch nicht ganz so hin, aber man muss auch dazu sagen, ist ein neues Auto, das muss ich erstmal einkalibrieren. Aber alles in allem habt ihr hier schon mal Orientierungswerte. 500 Kilometer, 20,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. So, wie versprochen, machen wir jetzt noch einen 0 auf 100 Sport. Wir fahren jetzt zu einer geeigneten Location. Im Prinzip seht ihr hier nochmal im Info-Entertainment-System, wann der Wagen Batterie zieht und an den Antriebsschrank gibt und wann er rekuperiert. Dann wird es nämlich blau und speist zurück direkt in die Batterie. Wir sind außerdem im Sportmodus, haben leider keinen vollen Akku, also jetzt 62% oder 65%, genau, also knapp die Hälfte. Mal gucken, wie er sich dann mit dem 0 auf 100 Test schlägt. Und go! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 und die 100 ist gefallen. 10,35 Sekunden. Stefan, sehr gut gemacht. Du bist ein Profi, Rennfahrer hier. 10,35 Sekunden ist ein bisschen über der Werksangabe, aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, wir sitzen hier zu zweit drin, Stefan schön am Steuer, ich mit meinen 100 Kilo auch noch daneben. Also es passt schon und der Akku ist nicht ganz voll. So, ihr Lieben, wir haben uns jetzt hier zum Ende des Videos nochmal ins Grüne bewegt, wo der Mokka auch mit seiner Farbe eigentlich sehr gut hineinpasst, war Stefan? Ja, geil. Geil, Mann. Stefan, ich muss echt sagen, ist ein tolles Auto, wirklich ein tolles Auto. Hoffentlich könnt ihr da draußen auch eure Rückschlüsse ziehen, ob der vielleicht für euch sogar in Frage kommt. Und Stefan, ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Bitte gerne. Dass du die Zeit hattest und auch dein Input schon mal liefert hast als erfahrener Mokka E-Fahrer, sag ich mal. Und wir hoffen, euch hat das Video da draußen gefallen. Vielleicht sehen wir uns mal beim nächsten E-Klappstuhl-Treffen. Das würde mich sehr freuen. Stefan, dich auch dabei, war? Ja. Genau, Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Halt die Ohren steif, macht's gut. Ciao. Ciao.